Willkommen zum letzten Spieltag. Heute ist ein besonderer Tag. Der letzte Spieltag dieser Bundesliga-Saison 2020-21. Habe ich gerade 2021 gesagt? Ich meine 2019-20. Heute geht es ja um Meisterschaft nicht mehr, sondern schafft Bremen es vielleicht noch einen Relegationsplatz oder bleibt Düsseldorf da? Ja, Meisterschaft ist eigentlich schon klar. Aber wichtig ist noch Gladbach oder Leverkusen, Champions League oder Europa League und Hoffenheim, Wolfsburg. Also Freiburg klebt so ekelhaft am Arsch. Und die, also die habe ich schon abgeschrieben. Also die haben schon. Also es geht nur um Wolfsburg, Hoffenheim. Die Fliege triggert mich jetzt. Ja, Wolfsburg hat das bessere Tordifferenz. Das ist nice. Hau mal ab, du Fliege. Das ist so ein ekliges Fliegen. Ich hasse Fliegen. Fliegen oder Mücken? Schreibt mal in den Kommentaren. Wen mögt ihr lieber? Ja, fangen wir mit dem ersten Spiel an. Dortmund gegen Hoppelheim. Gegen Hoffenheim. Ja, schwierig. Schwieriger Gegner für Hoffenheim. Es kommt ein. Komm, echt. Denke, dass Dortmund uns ein bisschen helfen wird. Okay? Ein 3-1 tippe ich. Leverkusen gegen Mainz. Bei Leverkusen geht es um alles. Um die Champions League. Keine Ahnung, warum ich... Keine Ahnung, ich weiß nicht. Warum möchte ich Leverkusen in der Champions League? Das ist halt irgendwie komisch. Keine Ahnung. Ich sage aber trotzdem, also gegen Mainz muss Leverkusen gewinnen. Gladbach gegen Hertha. Ja, Gladbach gewinnt hier auch. Ja, klar, also Gladbach ist da die bessere Mannschaft. Oh nein, Wolfsburg gegen Bayern München. Keine Ahnung, man macht sich immer Hoffnung. Im Kopf habe ich so, ey, Digga, das Wolfsburg kann das doch gewinnen. Aber nein, das denke ich so, das ist so ein Wunschgedanke. Ich glaube nicht, dass Wolfsburg gegen Bayern gewinnen wird. Die Sache ist halt, wie wird es Bayern angehen? Wird es so ein langweiliges 0-0 oder 1-0? Nur, wenn wir 1-0 verlieren, so könnte ich auch denken. Oder ich denke zu niedrig. Oder Bayern hat Bock und schießt die Wolfsburger ab, was die gerne machen. So, das ist halt ein bisschen schwierig. Was soll ich da tippen? Leute, was soll ich da tippen? Mann, ich kann das nicht tippen. Komm, 2-0 gewinnt Bayern München. Frankfurt gegen Paderborn. Ja, letztens hat Paderborn gewonnen. Ich würde sogar mit Paderborn gehen, weil letztes Bundesligaspiel möchte man sich doch mit 3 Punkten verabschieden. Wie viele Punkte haben die da? 23. Ja, Bremen gegen Köln. Schwierig, Bremen ist glaube ich offiziell, dass sie sich nicht mal auf den direkten Platz, Bundesliga-Platz kommen können. Relegation oder direkter Abstieg. Ja, sorry Bremen. Ich denke, ihr werdet kämpfen. Ah, nur ein 1-1. Freiburg gegen Schalke. Augsburg gegen Leipzig tippe ich ein. Um was geht es Leipzig? Leverkusen kann das noch. Leverkusen kann noch. Mann, das wollen wir alle. Oder nein? Nein, es ist theoretisch noch möglich. Ja, aber nein, Spaß. Wir machen hier mal richtig ordentlich. Ich tippe hier ein 2-1 für Freiburg. Ist es möglich? Machen wir mal. Digga, warum kann ich nicht gedrückt halten und dann. Ist das möglich? Ja, es ist möglich. Augsburg muss 26-0 gewinnen.
aber 27 zu 0 müssen die gewinnen. Ah, mit Leverkusen überhaupt eine Chance hat. Ah, geil. War es nicht schon mal letzter Spieltag? Augsburg gegen Leipzig? Ja, da tippe ich mal ein 3-0. So. Union gegen Düsseldorf. Union gegen Düsseldorf. Was habe ich denn gerade gesagt? Tendiere ich zu 1-0-Sieg für Düsseldorf. Ja. Ich weiß nicht, was am Ton liegt. Letztens hat es funktioniert. Habe ich irgendwas falsch eingesteckt? Ich glaube jetzt, ich hoffe, ihr hört jetzt den Ton jetzt ganz gut. Hört ihr euch gut? Hört ihr mich ganz gut? Was ist hier, wenn ich das hier mache? So, hört ihr mich jetzt ganz gut? Ja. So, gucken wir uns jetzt mal meine Bundesliga-Tabelle an, wenn ich alles richtig habe. Mach mal eine Fernbedienung an. Was will ich damit machen? Bayern auf Platz 1, Dortmund auf Platz 2, Leipzig auf Platz 3, 4. Gladbach, 5. Leverkusen. Leverkusen qualifiziert sich mit Wolfsburg für die Europa League. Hoffenheim kommt in der Relegation. Also in der Qualifikation. Sorry, für die Europa League. Freiburg kommt auf den 8., Frankfurt auf den 9. Platz. Der Big City Club ist der Big City Club und ist auf den 10. Platz. Auf dem typischen Hertha-Platz im Mittelfeld. Ey, passt. Schalke 04 ist 11., aber theoretisch sind die für mich abgestiegen. Schalke ist abgestiegen, bleibt in der Liga. So, für mich. Union auf Platz 12, auf Platz 13 Köln, auf Platz 14 Mainz, 15. Platz Augsburg und in der Relegation Düsseldorf, 17. Bremen und 18. Paderborn. Bremen und Paderborn. Tschüssi! Tschüss, meine Freunde! Ja. Ich will mal gucken. Statistiken. Wie sieht die Tabelle aus nach Hinrunde? Also das interessiert mich jetzt. Torjäger, warte mal. Oh, wird lecker. Digga, wer der Dritter wird? Nach Körperteil. Nein, ich will was anderes gucken. Hinrundentabelle. Ist hier nicht, oder? Tabelle. Hin und Rück. Lol, Leipzig wäre Erster. Gladbach wäre Zweiter. Hä? Achso, das wäre Hinrunde. Oh, ein Glück. Der Leipzig Erster will ich nicht. Rückrunde hier. Bayern Erster, Dortmund Zweiter, Dritter Leverkusen, sechster VfL, Eintracht Frankfurt, hä? Eintracht Frankfurt? Überrascht mich ein bisschen. Ja moin Schalke, so kennt man die. Digga, ist es deren Ernst? Ach du heilige Scheiße! Bruder, ey. Ey, Cedric, das, Digga, das tut mir leid. Digga, in den Schwerzeiten müsst ihr einfach seinen Kanal abonnieren. Cedric Zermatt heißt er. Ja, das war's mit dem Livestream. Mit dem Livestream? Ja, ich habe gar keinen Livestream gemacht. Mit dem Video. Bis bald und ciao.